Ja, ich muss sagen, ich habe mich vor 2 Wochen mit dem Vorstand, mit dem sportlichen Leiter zusammengesetzt und haben uns dann ausgetauscht über eine mögliche Verlängerung. Muss sagen, bin jetzt seit 2 Jahren hier in Hohenlind, habe den Verein in der Zeit jetzt schätzen und lieben gelernt. Ist immer ein besonderes Flair, was hier ist. Nicht ganz einfache Rahmenbedingungen. Trotzdem glaube ich, dass der Verein sich in der letzten Zeit schon ein wenig bewegt hat. Und muss sagen, ich mit meinem Trainerteam hatten einfach das Gefühl, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind, sondern einfach ja, die Arbeit fortsetzen wollten und gucken, was mit der Mannschaft ja, in der Zukunft noch möglich ist. Ehrlich gesagt, als Aufsteiger war es immer schwer zu erwarten, was auf einen zukommt. Ein Großteil des Kaders hat noch keine Landesliga-Erfahrung gehabt. Von daher war das natürlich auch für uns ja, schwer vorhersehbar, wie der einzelne Spieler auf die höhere Spielklasse reagiert. Haben es allerdings ganz gut gemacht. Zudem muss man aber sagen, wir hatten im Sommer schon wieder einen kleinen Umbruch, wo wir ja die gestandenen Spieler, um halt nur mal so einige zu nennen, mit Mats Öhring, Moritz Schön, Eugen Lorenz, Alex Wolf, Bene Kosack dann auch ja, Abgänge zu verzeichnen hatten, die schon einfach eine tragende Rolle in der Bezirksliga-Saison gespielt haben. Von daher war es für uns natürlich ja, nicht zu erwarten, dass die Hinrunde vor allen Dingen so läuft, wie sie bisher gelaufen ist. Sind sehr zufrieden. Als Aufsteiger eigentlich ja, konstant im ruhigen ja, Fahrwasser zu schwimmen. Und ja, kann der Mannschaft eigentlich nur ein Kompliment machen für die Leistung, die sie bisher in der jetzigen Saison gespielt hat. Ja gut, erstmal ist unser Ziel, diese Serie jetzt so gut wie es geht noch abzuschließen. Wir haben noch einige Spiele vor uns, wollen jetzt gucken, dass wir noch das Maximale da rausholen. Haben eigentlich gedacht, dass wir uns im Winter ja, schon nochmal weiterentwickelt haben. Einmal durch personelle Zugänge, aber auch durch Trainingssteuerung und ja, Änderung des Systems ein wenig, was ganz gut in der Vorbereitung geklappt hat. Müssen dann allerdings oder mussten leider feststellen, dass die Rückrunde alles andere als konstant und auf einem guten Niveau gewesen ist, was auch aufgrund von leider vielen Verletzungen oder aufgrund von vielen Verletzungen zu schulden ist. Dennoch ja, ist unser Ziel einfach, die Saison vernünftig abzuschließen und einfach noch so viele Punkte wie es geht zu sammeln. Im nächsten Jahr dann natürlich die Mannschaft noch mal weiterzuentwickeln, Spieler in der Persönlichkeit weiterzubringen, aber auch natürlich fußballerisch. Wir haben eigentlich eine sehr junge Mannschaft, die ja, einfach noch viel Entwicklungspotenzial hat. Und jetzt nach 2 Jahren mit mir zusammen, denke ich, und vor allen Dingen mit meinem Trainerteam, dass einzelne Spieler sich entwickelt haben und den Weg wollen wir einfach weiter fortschreiten. Mittelrhein-Liga ist natürlich eine schöne Sache. Man muss natürlich auch sagen, ist Mittelrhein-Liga realistisch für den Verein hier? Ist ja nicht nur, kann die Mannschaft das spielen, können wir das als Trainer soweit leisten, sondern man muss dann natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen schaffen, wo ich glaube, dass der Verein da einfach noch ein wenig Zeit für braucht. Trotzdem glaube ich, dass man, wenn man eine gute Rolle in der Landesliga spielt, den Verein in den nächsten Jahren dann schon dahin bringen kann. Auch irgendwann mal vielleicht an die Mittelrheinliga zu klopfen, was allerdings vermessen noch im nächsten Jahr ist. Der Aufstieg war natürlich schon ja, ein enormer Erfolg. Sind sehr souverän durch die Bezirksliga marschiert, am Ende dann auch ja, mit einem deutlichen Vorsprung aufgestiegen. Ja, für mich ist ein Erfolg einfach auch die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wenn ich überlege, wie der Kader ausgesehen hat bei meiner Ankunft und wie er jetzt mittlerweile aussieht, ich glaube, der Altersdurchschnitt ist nochmal ja, mindestens um 6, 7 Jahre runtergegangen, was einfach zeigt, ja, wir haben gestandene Spieler verloren, die gewisse Erfahrung hatten, haben allerdings auch junge Spieler dazu bekommen, die in anderen Fußball spielen. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die ganz oben anzusiedeln ist. Ja, und dann als sportliches Highlight dann natürlich nochmal das Pokalspiel gegen Alemannia Aachen hier vor rund 800 Zuschauern. Ich glaube, das war für die Jungs schon ein Highlight und ja, für den Verein ein tolles Event. Ja. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich mich hier wirklich wohlfühle und deswegen dann auch um ein weiteres Jahr verlängert habe. Klar, wäre natürlich mein persönliches Ziel, vielleicht irgendwann mal in bezahlten Fußball zu kommen. Allerdings muss man da auch realistisch sein.
mit Familie, mit Beruf, was da überhaupt möglich ist. Von daher mache ich mir da im Moment gar keine Gedanken drüber. Ich bin froh, hier in Hohenlind zu sein. Ich glaube, wir haben noch sehr viel vor. Wir haben noch eine große Aufgabe vor uns in diesem Jahr, aber auch in der Entwicklung im neuen Jahr. Ja, und ich hoffe, dass ich da meinen Teil zu beitragen kann, dass der Verein sich auch infrastrukturmäßig und sportlich auch entsprechend weiterentwickelt.